Euch beiden scheint auf jeden Fall vorbei zu sein. Oder ist es definitiv vorbei? Na, ihr habt nur noch ein bisschen Schrotgewehr und Maschinenpistole, habe ich alles, brauche ich nicht. Alle zurück zur Verwaltung! Turner, Feldman, Statusbericht! Kein Mucks! Verdammt, was ist da draußen so los? Turner, wenn ihr mich hört, schwingt euren Arsch in die Verwaltung! Wir brauchen euch! Hat wohl jemand ein paar Probleme mit seinen Teammitgliedern, wa? Gehen ihm die Teammitglieder aus. Und Anweisung für den Brauch von Gebrauch von Nahrungsergänzung. Geben Sie keine Nahrungsergänzung in das Essen, bevor es abgekühlt ist, um die aktiven Substanzen nicht durch Hitze zu beschädigen. Ergänzungen werden am besten Gerichten mit intensivem Geschmack beigefügt. Sollten Schüler nach Einnahme der Ergänzung hyperventilieren oder erbrechen, verringern Sie die Dosis. Aktive Inhaltsstoffe PN5A für die Marienkäfer, 5B für die Laubfrösche, 5P für die rohe Kirchen. 10 Milligramm pro Portion. Sekundär- und Füllstoff ist eine gebräuchliche Vitamin-Mineralien-Mischung mit 500 Milligramm pro Portion. Ja, da ist meine Behauptung doch schon gleich wieder aufgestellt, dass hier Experimente mit denen durchgeführt werden. Denn ich soll die mal zu Commandern teleästhetischen Commandern ausgebildet werden, oder wie hieß das? Hier gleich zwei Speicherpunkte hintereinander, das ist schon mal gut, aber ich weiß. Ich habe mal wieder vergessen, mir eine Uhr zu stellen. Ich Schlaukopf. Gar keine Ahnung, wie viel ich jetzt hier schon gemacht habe oder nicht. Oh, hier ist eine Tür. Ich will hier nicht sein. Was ich nicht sehe, passiert nicht. Was ich nicht sehe, passiert nicht. Geisterviecher, ne? Schmeiß mir lieber 100.000 Replikasoldaten ins Gesicht. Aber nicht noch mehr von den Fickern. Ich weiß ja, wie unser kleiner Back Sergeant hier schon am Schnaufen ist. Ja, das bin wirklich nicht ich. Das ist unser Sergeant Beckett hier. Und da ist unsere Frau. Wahrscheinlich für den ganzen Spaß hier unten verantwortlich ist. Natürlich brennt da wieder eine Gasleitung. Ja, jetzt brenne ich. Gasleitung abschalten. Alter, hört mal auf mit dem Scheiß. Hier einfach nur noch raus. Einfach nur von diesen Geistern weg.
Ah. Ich hoffe, jetzt habe ich es geschafft. Alter, ich hasse diese Viecher. Gucken, einen Speicherpunkt kriege ich. Wer soll zahlen? Ich nicht, ich habe kein Geld. Ich will nicht bezahlen. Du zahlst aber, und zwar den höchsten Preis, mein Freund. Hol dein Leben. Ihr seid so klug, Leute. Hinweis. Neue Befehle. Teams A, B und C richtet die Feuerzone um das Verwaltungsgebäude ein. Aus der ganzen Stadt werden Feinde gemeldet, die sich auf diesen Ort zubewegen. Rechnet also mit einem langen Kampf. Team D versucht die Feuerteams zu befreien, die bei der Cafeteria festsitzen. Holt alle verfügbare Munition aus den temporären Nachschubdepots und was immer ihr bei Gefallenen finden könnt. Wir werden jede Patrone brauchen, die wir finden können. Zieht euch zum Verwaltungszentrum zurück und unterstützt die Verteidigung, wenn ihr diese Ziele erreicht habt. Team E und Räumkommando, begebt euch zu Colonel Vanek's Team im Sanitätsraum. Sanitätsraum, da ist auch unser guter Snakefist. Ob das vielleicht gar nicht so ein guter ist? Na gut, wie die Sturmgewehrmunition gab's wieder. Ah, den hab ich doch vorhin von ganz da vorne erledigt. Ja, und Fahrstuhlfahren ist hier eine ganz glorreiche Idee. Ja, vor allem wenn der Fahrstuhl so aussieht. Ist Fahrstuhlfahren bestimmt das Schlauste, was man tun kann, lieber Sergeant Beckett. Alter Schrumpfkopf. Und genau in diesem Fahrstuhl. Ah ne, komm. Muss mal noch ein bisschen weiter, ich hab noch ein bisschen Zeit. Und hier ist noch ein Hinweis. Paragon Rekrutierungsprogramm. Teilprogramm Marienkäfer. Die Schüler der Marienkäfer-Testgruppe wurden mit Wirkstoffmischung PN5AR13 behandelt, einer Variante der neuesten und aggressivsten psychogenen Mutagene. Erwartetes Verhalten: höhere kognitive Reaktionszeiten, verstärktes psychisches Bewusstsein, verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2 Ergebnisse. Starke Ausschläge in der psychischen in den psychischen Fertigkeiten bemerkbar, die jedoch nur sehr schwer kontrolliert werden können. Ah, sag ich doch, das Paragon-Programm. Und ich fühle mich in meiner Aussage bestätigt. Ab in den Sanitätsraum, sagst du? Alles klar, bin unterwegs. Hier ist wahrscheinlich gesperrt. Ja. Hier ist noch eine Datei. Und die Rotkehlchen. Die Schüler der Rotkehlchen-Testgruppe wurden mit Placebo-Nahrungsergänzungen behandelt. Normale Entwicklung der kindlichen Intelligenz mit einigen falschen Positivmeldungen aufgrund von möglichem psychischen Potenzial. Wie erwartet mit Abweichungen im Rahmen der Toleranz abgeschlossen. Ja, ja, da hier ist einiges im Argen in dieser Schule. Hier ist das Büro.
Bisschen Medikit brauche ich aber gerade nicht. Ich bin komplett voll. Gern Drink. Ja, ja, ein Sicherheitsausweis, das kennen wir doch schon. Beide! So, Beide. Beim Deckung zurechtlegen erschossen und dann gehen wir mal weiter und suchen uns einen Sicherheitsausweis. Schrotgewehr, Maschinenpistole. Sturmgewehr. Kann hier jemand einen Sicherheitsausweis rumliegen? Jetzt liegt gerade wieder so. Finanzbüro. Gibt's auch nix. Na, Administration and Principal's Office, da gibt's bestimmt sowas. Ja, Fahrstuhl aktivieren ist ja immer so eine gute Idee.